Die Mission der ETH ist ganz einfach. Wir sind im Dienst der Gesellschaft. Und nicht nur heute oder morgen, aber auch langfristig. Wir müssen Technologien, Forschungsgebiete angehen, die vielleicht in 10 oder 20 Jahren eine Applikation, eine Anwendung bringen. Die Lehre ist die Grundmission der ETH, also die Ausbildung. Wir haben um die 25.000 Studierenden an der ETH. Großmehrheitlich nach dem Studium, sie gehen direkt zur Industrie. Also sie produzieren einen riesen Mehrwert für unsere Industrie. Das ist sehr wichtig zu sagen. Andererseits, ich bin ein Fan von dem Dualbildungssystem der Schweiz. Und deshalb bilden wir auch aus 150 Lernenden an der ETH. Und die sind eingesetzt in Forschungsgruppen. Und so können sie sich beiden, die Forschenden, die Lernenden, fantastisch entwickeln. Wir beobachten das. Und ich denke, das ist ein Modell für die Zukunft. Was kommt, ist Quantum Computer. Und da legen wir auch sehr viel Energie rein. Wir haben um die mehr als 10 Professoren, die aktiv sind. Sie sind einigen von den Besten der Welt. Vor einigen Jahren haben wir das neue Zentrum für die Entstehung des Lebens errichtet mit Nobelpreisträger Didier Queloz. Und das ist natürlich noch langfristiger. Es ist extrem wichtig, dass wir miteinander mit anderen Forschungsinstitutionen arbeiten. Es beginnt mit dem ETH-Bereich, es geht mit den anderen Schweizer Universitäten und natürlich auch weltweit. Das letzte Beispiel mit dem Zentrum für das Entstehung des Lebens, das machen wir auch mit Cambridge zusammen. Innovation ist Kern von der Forschung an der ETH. Jeder Forscher, jede Forscherin ist innovativ per se, sonst wären sie nicht hier, oder? Und die Frage ist, wie bringt man diese Innovation am schnellsten zur Gesellschaft, zur Industrie? Das machen wir in verschiedene Wege. Ein Weg ist, Freiraum zu schaffen für unseren Studierenden. Und wenn sie eine Idee, manchmal eine verrückte Idee haben, sie können das austesten. In dem Student Project House zum Beispiel. Oder es gibt andere Möglichkeiten. Wir sind auch präsent in Dübendorf, im Innovationspark oder im Technopark. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten für Studierenden, Doktorierenden, deren Ideen auszutesten. Und manchmal gibt es sogar eine Start-up daraus. Über 1,2 Milliarden Venture Capital, also Finanzierung, ging in den Startups der ETH, nicht nur vom letzten Jahr, insgesamt. Also das ist wirklich ein Rekord. Und da muss ich sagen, wir sind auf Augenhöhe mit den besten Universitäten in Europa. Wir haben an der ETH so viele Expertise und diese Expertise ist nicht nur für Forschung und Startups wichtig, die ist auch für unsere Behörden sehr wichtig. Und wir haben das gesehen während Corona, wie wichtig diesen Dialog mit der Politik war. Wir haben gesehen mit dem Krieg in der Ukraine, da wurden auch unsere Expertise verlangt. Und wir sind regelmäßig in den Medien, wir analysieren die Situation, wir beraten unsere Behörden. Alles das ist möglich, weil wir fantastische Leute an der ETH haben. Das sind die Forschenden, aber nicht nur. Technisch, administratives Personal. Ohne diese Leute wäre es nicht möglich. Aber was es braucht, um diese Ergebnisse zu erzielen, sind fantastische Rahmenbedingungen. Und wir haben diese guten Bedingungen. Und ich möchte mich speziell bei der Politik mich bedanken für die große Unterstützung, die wir flächendeckend bekommen. Aber nicht nur die Politik, auch alle Investoren, Industrieleute und Donatoren der ETH.